Hier haben wir die Replikation, eine zweistellige Aussagenverknüpfung. Und bitte achten Sie bei der Replikation genau auf die Schreibweise, die wir hier haben, insbesondere auf die Richtung des Pfeiles, der hier steht. Wenn B, dann A. Das ist eigentlich das, was hier steht. Und wir können uns dann auch nochmal genau anschauen, wie ist das definiert. Wir haben hier alle möglichen Kombinationen von Nullen und Einsen für die beiden Variablen A und B. Und die Replikation ist dann so definiert, dass wir die 1 haben, wenn beide Variablen 0 sind. Wir haben die 0, wenn A 0 und B 1 ist. Wir haben die 1, wenn A 1 und B 0 ist. Und wir haben hier noch eine 1, wenn beide Variablen 1 sind. Schauen wir an, wie wir es noch schreiben können. Also, diese Replikation lässt sich auch hier schreiben als A oder nicht B. Erkennt man schön daran, dass hier beides identisch ist. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen weiter verfolgen und noch ein bisschen weiter aufschreiben, dann sehen wir hier Folgendes. Wenn wir also ein A oder nicht B haben, dann können wir durch das Kommutativgesetz auch die beiden umstellen. Das heißt, nicht B oder A. Das ist immer noch äquivalent, denn wir haben ja hier dieselben Werte an denselben Zeilen der Wahrheitstafel. Und damit sind wir jetzt bei dem, was wir hier haben, eigentlich wieder bei dem, was wir da haben. Das heißt also, die Replikation ist nichts anderes als eine Implikation. Sie achten hier bitte auf die Pfeilrichtungen. Und das, was Sie noch beachten sollten, ist, dass eben das A hier vorne plötzlich da hinten steht und das B hier hinten plötzlich da vorne steht. Aber gemessen an der Pfeilrichtung stehen Sie immer noch an derselben Stelle. Also das A steht an der Spitze des Pfeils und das B steht im Grunde da an der Seite, wo der Pfeil anfängt. Stellen wir noch einmal kurz die Replikation und die Implikation gegenüber. Da haben wir hier zunächst einmal alle möglichen Kombinationen. Dann hatten wir die Replikation, definiert als 1, 0, 1, 1. Und die Implikation war anders definiert, 1, 1, 0, 1. Und das Ganze nochmal schön ein bisschen als Tabelle dann trennen. Da sehen wir also, wo die Unterschiede sind. Wenn sich hier die Pfeilrichtung umdreht, dann ist da jeweils der entsprechende Tausch. Da unterscheiden die beiden sich. Und jetzt achten Sie bitte wieder genau auf das, wie es hier geschrieben wird. Das A ist links hier auch, das B ist rechts hier auch. Also das heißt, das A ist hier an der Spitze des Pfeils, aber hier ist das B an der Spitze des Pfeils. Dadurch haben wir hier oben schon Unterschiede und die Unterschiede wirken sich eben hier an dieser Stelle aus.